So, Tjaak wird uns jetzt einige Impressionen seines Trainings zeigen. Genau. Freue mich schon drauf. Wir hatten ja eben schon das Interview. Und ja, heute steht was an. Wie gesagt, normalerweise habe ich heute trainingsfrei. Aber ich trainiere oder beziehungsweise zeige euch jetzt mal einfach so ein paar Eindrücke aus meinem Training, ein paar Übungen aus meinem Training. Genau, und dann werden wir ein, zwei Worte dazu sagen. Ja. Genau. Prima. Los geht's. Ja, so sieht's aus. Maschine, ne? Die ist ja von der von der Fläche hier sehr steil, genau. Hier unten sehr schmal an und für sich. Finde ich auch eine sehr, sehr geile Übung. Ist jetzt, glaube ich, ein neues Gerät, wenn ich mich nicht irre. Wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ich probiere sehr, sehr gerne neue Dinge aus, deswegen haben wir die jetzt einfach mal mit eingebaut. Wie findest du so hier die Griffe von der Dicke her? Sind die sehr, sehr gut? Oft sind die Griffe ja auch bei McFit zum Beispiel. Sehr, sehr, sehr dick. Sehr dick, ne? Sehr dick, genau. Aber gerade hier auch die hier kannst du unheimlich gut greifen. Mhm. Und ja, arbeite ich sehr, sehr gerne mit. Geht also voll in die Brust rein, ne? Perfekt. Ja. Meistens sind diese alten Geräte ja sowieso besser. Ja, schön. Hier Cable Cross. Genau. Du hast hier im Stehen gemacht die Übung, hast einen guten Halt gehabt, habe ich gesehen, war schön stabil. Machst du die Übung auch eher um auszubrennen oder in welcher Reihenfolge? Die Übung mache ich eher immer zum Ende vom Training und dann wirklich auch nochmal mit vielen Wiederholungen, 15 bis 20 Stück, um wirklich alles auszubrennen, wie Behrendt schon sagt. Ja, genau. Und trotzdem versuchen wir noch schwer zu trainieren. Machst du auch mit Haltepunkt die letzten drei Wiederholungen, so Höchstspannung und solche Geschichten? Ja, eigentlich gar nicht sowas. Ich bin so der einfach nur ballert, sag ich mal. Einfach nur Vollgas gibt. Aber schon, ich habe ja gesehen, wie du die Übung eben gemacht hast. Du warst schon im Gefühl voll drin, ne? Ja, da, also Muskelgefühl zählt Muscle-Mind-Connection. Ganz, ganz wichtiges Thema. Trotzdem versuchen, viel Gewicht zu benutzen. Also das ist meine Philosophie. Ja, aber trotzdem gute Ausführung. Ja, super. Gut. So. Ja, nächste Übung hier, Frontziehen, ne, mit engen Griff. Ja, genau. Warum hast du dich für den engen Griff entschieden? Ich versuche immer, gerade diese breiten Übungen durch Klimmzüge an der Stange zu machen. Mhm. Und gerade bei solchen Übungen dann schön den Lat, bzw. den inneren Rücken nochmal kontrolliert mit solchen Techniken hier zu trainieren und nochmal gezielt anzusteuern. Auch ein schöner Parallelgriff hier, ne? Also ja, das ist so von der Entfernung her auch sehr gut und irgendwie so solide Handwerkskunst, würde ich mal sagen. Das liebe ich auch so, ne? Das ist wirklich noch so, ich sag mal in Anführungszeichen, das Eisen ist. Du hast das Eisen noch in der Hand, nicht so wie bei vielen anderen Studios, dass du dann mehr oder weniger nur noch Gummi in der Hand hast. Genau. Ich brauche immer das Eisen, ich verbinde das irgendwie wirklich mit diesem Sport. Ja, das und das liebe ich auch so. Ja, schön. Okay. Natürlich wieder sehr gut aus, sehr konzentriert. Ja. Aber hast du schon mal versucht, ich steck mal eben das Gewicht um. Nur mal so als Idee. Ich habe ja heute Morgen auch schon Rücken trainiert, bevor ich nach Bremen gefahren bin. Hast du schon mal versucht, im Knie zu machen? Unten auf dem Boden? Ja klar, also ich versuche auch wirklich viele Variationen auch reinzubringen. Gerade im letzten Training zum Beispiel habe ich sowas auch gemacht. So ist auch cool, da hast du nämlich nur den Bauch hier unten an dem noch isoliert, dadurch, dass du die Beine nicht... Genau, du bist auch richtig schön hier so... Ja. Volle Dehnung und dann hast du hier schön die hinten die Spannung im Lat, ne? Auch gut. Also ich finde es gut. Das ist auch so meine Philosophie, dass ich eher mehr Übungen mache, weniger Sätze, aber dass ich mehr Variation drin habe. Also schon viele Übungen, aber dementsprechend die Sätze angepasst. Das heißt Sätze pro Übung zwischen 2 und 4? Ja, genau, 2 und 4. Außer jetzt bei Beinen, sage ich mal, da trainiere ich dann schon im höheren Satzbereich auch. Gut.
Ah, da kommt der Schweiß aber durch jetzt, ne? Ich finde gerade bei diesen Temperaturen. Und auch gerade bei den vorgebeugten Übungen, finde ich. Die gehen immer tierisch auf die Pumpe und treiben echt den Schweiß raus. Genau, ne? So sieht's aus. Ich habe eben gesehen, dass du schön die Arme so ein bisschen nach vorne bewegt hast, um hier noch die Dehnung richtig zu spüren. Genau, in den Lat, ne? Das liebe ich auch. Bei jeder Übung versuche ich wirklich, in den maximalen Punkt zu kommen. Ja. Und nochmal maximal den Blatt auch zu dehnen. Und dann finde ich persönlich, kann ich am besten in den Rücken reinarbeiten. Und den Ellbogen schön dicht am Körper. Genau, immer ganz dicht am Körper. Und weit nach oben gezogen möglichst. Und versuchen wirklich, als würdest du deinen Arm nach hinten ziehen und nicht einfach nur nach oben. Ja. Weil dann hast du wieder den Bizeps-Feeling. Ja, cool. Ja. Mit der SZ-Stange, die Basic-Übung für Bizepsaufbau. Genau. Hast du schön sauber trainiert, so einen ganz leichten Schwung unten hattest du, um den toten Punkt zu überwinden. Aber das ist ja klar, du machst ja gerne schwer trainieren. Und das ist, glaube ich, dann auch der Kompromiss, den man einfach schließt. So einen minimalen kleinen Anstupser und dann richtig kontrolliert. Dann warst du extrem kontrolliert in der Bewegung. Ich versuche immer am Anfang vom Training wirklich noch auch sehr sauber zu trainieren. Auch trotz hoher Gewichten. Aber gerade zum Schluss bei manchen Übungen musst du halt ein bisschen abfälschen. Ich will das niemandem raten oder empfehlen. Aber, aber guck mal, das war ja immer noch sehr, sehr kontrolliert. Ja. Wir alle kennen ja die Leute, die wirklich daraus schon eine Schulterübung machen. Genau, und wirklich aus der Hüfte. Reißen, ne? Du hast ja die volle Spannung auf deinen Oberarm. Das haben wir ja ganz deutlich gesehen. Das war ja echt gut. Aber gerade unten am Punkt, dann kennt wahrscheinlich jeder, um noch mal ein bisschen einen rauszuholen. Dann. Aber das nennt man ja auch kontrolliertes Abfälschen. Genau. Das ist ja, als fortgeschrittener Athlet kannst du das ja. Ja. Das ist ja nicht so, dass du jetzt Anfänger wärst und dir ein Gewicht drauf packst, wo du einfach das Gewicht nicht mehr kontrollieren kannst und irgendwie hochreißt. Ja. Du machst ja wirklich kontrolliertes Abfälschen. Versuch ich immer. Das ist ja auch ein Prinzip, was die Intensität steigert im Training. Mhm. Ja. Ah. Super. Top. Ja. Ja, das ist eine Schulterpresse hier auch. Wie man sieht, keine neue Generation, aber das hat ja nichts zu sagen. Im Gegenteil. Ne? Oftmals laufen ja die älteren Maschinen besonders gut. Hier sehen wir auch wieder die Griffbreite. Die ist sehr dünn an und für sich, von der Dicke her. Liegt gut in der Hand. Wie war denn das Gefühl eben bei dem Training? Hammer. Hammer? Hammer. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist so ein Mix aus freiem Kurzhanteldrücken und einer Multipresse. Aber ich finde persönlich, du kommst hier weiter nach unten, dadurch, dass du die Position in der Mitte hast und hier die Stange nicht durchgängig ist, kommst du perfekt unten in den tiefsten Punkt. Also von daher, diese Maschine ist auch einfach der Hammer, ja. Ja, klasse. Trucks an der Maschine, auch eine schöne Variante. Ja, sehr, sehr geil. Gibt ja verschiedene Varianten, weißt du ja, mit Kurzhandel, Langhandel. Aber hier kenne ich auch noch von früher. Aber mache ich eigentlich überhaupt gar nichts, also Nackentraining, weil ich dadurch viele Verspannungen immer bekommen habe. Ich versuche dann immer im Schultertraining so ein bisschen auch gezielter, gerade dann bei den Seitheben-Übungen oder sowas, ein bisschen mehr in den Nacken noch mit reinzuziehen. Und, du kannst dich hier eben auch so reinstellen, dass du nicht diese durchgehende Stange hast, sondern eben auch entsprechend da weiter weg, weiter rein, umgekehrt, je nachdem. Ich weiß auch gar nicht, wer der Hersteller dieses Gerätes ist, da steht gar nichts drauf. Vielleicht sogar Marke Eigenbau, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mal fragen, auf jeden Fall. Aber gerade solche Geräte sind wahrscheinlich oder meistens mit noch die besten, ne? Muss man leider einfach so sagen. Also hier im Sportstudio Stresemann hast du echt bemerkenswerte, gute Geräte, alte Geräte, aber sehr ausgewählte Geräte auch. Sehr ausgewählte. Und nicht nur beharrt auf eine Marke, sondern wirklich das volle Programm und komplett alle Geräte. Gut. Mega, mega gut. Liebe Natural Bodybuilding-Freunde, das war jetzt die Folge Barons Train mit Jörg Marecki. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr einige Anregungen für euer Training rausziehen konntet. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch bei allen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich an euch.